Ja, auch bei mir sieht es heute ganz anders aus als sonst. Ich bin nicht im Studio und ich will eigentlich gar nicht so lange hier drüber reden. Ihr wisst, es liegt an der aktuellen Corona-Situation. Aber es sieht ja nicht nur hier anders aus, sondern auch draußen. Gerade sieht es gefühlt jeden Tag so ein bisschen anders aus draußen. Und genau darum soll es heute auch gehen, um die Natur. Leider nicht so viel draußen machen, außer vielleicht mit der Familie spazieren gehen oder sich mit Sicherheitsabstand mit Freunden treffen. Dabei gibt es ganz schön viel, besonders jetzt im Frühling, zu entdecken. Und genau dafür stelle ich euch heute 3 Apps vor. In der ersten App geht es so ein bisschen um das, was da jetzt draußen wächst. Denn ich finde, jeden Tag kommt irgendwie ein neues Blümchen oder ein neues Pflänzchen dazu. Und da fragt man sich doch, wie heißen die eigentlich alle? Und dafür ist perfekt meine erste App für euch geeignet. Wenn ich Flora Incognita öffne, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt als erstes mal eine Pflanze erkennen und deswegen klicke ich hier auf das Plus. Jetzt fragt mich die App nach meinem Standort. Der kann natürlich hilfreich sein, wenn man herausfinden will, ja, welche Pflanze ist es denn, weil natürlich in verschiedenen Regionen verschiedene Pflanzen wachsen. Ich möchte den aber jetzt erstmal nicht angeben, weil ich glaube, dass Flora Incognita meine Pflanze auch ohne Standort finden kann. Bei meiner Pflanze handelt es sich nämlich um eine Wildblume und entweder ich mache hier direkt ein Foto oder wenn ich hier auf dieses ... klicke, kann ich ein Foto aus meinen gespeicherten Bildern auswählen. Ich habe mir mal das hier rausgesucht und dann schaut sich Flora Incognita das an und ihr habt gesehen, es ist wahnsinnig schnell gegangen und erkannt wurde die echte Schlüsselblume. Wenn ich da drauf tippe, kann ich sie mir nochmal anschauen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsblumen. Und ich bekomme hier auch noch weitere Merkmale, erfahre, ob sie giftig ist, ob man sie vielleicht sogar für irgendwas verwenden kann. Ja, es gibt ja auch draußen bestimmte Kräuter oder andere Pflanzen, die man toll in Salat mischen kann. Das finde ich dann hier heraus. Es gibt bei Flora Incognita noch 2 weitere Möglichkeiten. Was ich ganz süß finde, ist unter meine Beobachtungen. Ja, da sehe ich, ich habe heute schon ein bisschen ausprobiert mit den Blumen bei mir in der Nähe und die wurden alle total gut erkannt und zwar habe ich da sogar sozusagen Live-Fotos gemacht. Hat sehr gut geklappt. Ich springe nochmal zurück. Was es noch gibt, ist auch so ein Nachschlagewerk. Hier steht alle Arten und ihr seht, das ist ziemlich viel. Aber auch hier, wenn man wirklich nichts zu tun hat, einfach nur die Namen sich durchzulesen, kann wirklich, wirklich witzig sein. Das funktioniert natürlich auch gut, wenn man eine Pflanze sieht und sich denkt, ah, ich glaube, das ist doch ein Gänseblümchen. Und dann gibt man das einfach nochmal ein, kommt hier dann auch dazu und kriegt dann Infos darüber und kann dann nochmal auf Nummer sicher gehen, ist es wirklich ein Gänseblümchen, was ich da sehe und was kann man mit dem Gänseblümchen eigentlich alles so machen. Und wer jetzt mal genauer hinschaut, der entdeckt vielleicht auch so den ein oder anderen Bewohner auf diesen Pflänzchen. Aber mein T-Shirt passt perfekt dazu. Es geht um Insekten und dafür ist meine 2. App geeignet. Auch in der Nabu Insektenwelt App gibt es wieder die Fotoerkennung. Ich habe jetzt kein Insekt gerade bei mir zu Hause, vielleicht auch zum Glück. Deswegen probieren wir das einfach mal mit einem Foto aus. Hier kann ich jetzt auswählen, ob ich das Bild schon früher gemacht habe oder ob ich gerade vor dem Insekt stehe und wir tun jetzt einfach mal so, als würde ich gerade vor diesem Schmetterling hier stehen. Ich fotografiere den ab und jetzt schauen wir mal, wenn ich auf Bestimmen klicke, ob die App mir rausfinden kann, worum es geht. Ja, es ist ein kleiner Fuchs und da geht schon los mit den interessanten Namen. Wer hätte gedacht, dass ein Schmetterling kleiner Fuchs heißen kann? Ich springe jetzt mal zurück, denn auch wenn ich gerade kein Foto gemacht habe, kann ich mir einfach so Insekten anschauen und ich habe es ja schon angeteasert, ich liebe die Namen. Wir schauen uns mal noch kurz die Schmetterlinge an, die man sich hier so genauer anschauen kann und da finde ich es auch total witzig. Hier ganz unten gibt es nämlich welche, die heißen einfach wie Brettspiele oder hier diese Nesselschnabeleule heißt sie. Ich klicke doch einfach mal hier auf das Waldbrettspiel, denn wenn ich draufklicke, bekomme ich noch weitere Info dazu, wo sie vorkommen, wie groß sie ungefähr sind, der Lebensraum und so weiter. Schlechte Nachrichten für alle, die jetzt alle Käfer ganz toll finden. Die stehen nämlich auf dem Speiseplan
von der nächsten Tierart, die wir mit meiner dritten App kennenlernen. Jetzt geht es nämlich um Vögel. Wenn ich die NABU Vogelwelt App öffne, dann habe ich erstmal eine große Übersicht über ganz viele verschiedene Vögel. Und das ist dann entweder so, dass ich einen Vogel sehe, auf den draufklicke. Ah ne, hier haben wir sogar schon das Beispiel mit zwei verschiedenen. Also einmal den Eisvogel und einmal den Bienenfresser, die gehören aber beide zu den Eisvögeln. Wenn ich jetzt noch mehr über diesen wunderschönen Bienenfresser rausfinden will, dann kriege ich hier eben Bilder. So sieht er aus, wenn er ein erwachsener Bienenfresser ist. Und hier drunter gibt es noch weitere Infos, genauso wie in der Insektenwelt-App. Richtig cool finde ich, dass hier auch die Stimme mit dabei ist. Und da kann man sich dann anschauen, wie das Geräusch sich anhört, das die Vögel machen. Und da stehen immer ganz witzige Wörter mit drin. Wenn ich jetzt aber gerade unterwegs bin und einen Vogel sehe und mich frage, wie heißt denn der Vogel, dann möchte ich vielleicht ja nicht hier irgendwie durchscrollen und hoffen, dass ich den irgendwie finde. Dann kann ich hier unten auf das Auge klicken und dann hier so eine Art Fragebogen durchgehen und dann hoffentlich rausfinden, wie mein Vogel heißt. Ich habe jetzt gerade einen Vogel vor mir und ich probiere das jetzt mal für den Vogel aus und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht mitraten könnt, was es für ein Vogel ist. Also von der Größe her ungefähr so gesehen habe ich den Vogel hier. Die Schnabellänge ist eher kurz. Die Form... So, jetzt scrolle ich hier mal noch ein bisschen weiter und suche mir eben das raus, wo ich weiß, okay, das ist besonders an dem Vogel. Und jetzt sehe ich hier oben bei der Suche, es gibt eigentlich nur noch einen Vogel, der es sein kann und ich klicke mal drauf. Und es ist die Goldammer, genau. Das waren meine drei App-Tipps für euch für den Frühling. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Lust wie ich, rauszugehen und mal zu schauen, was man da so finden kann. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Spaß bei dem, was sich so in der Natur versteckt. Und vielleicht habt ihr ja auch schon hier unten den Abo-Button entdeckt.